Was bewegt Deutschland? Das fragen wir uns heute und sind als erstes beim Thema Pendler. Menschen also, die oft Stunden am Tag in Autos, Zügen oder sonst wo verbringen, um zwischen Wohn- und Arbeitsort zu pendeln. Fast 20 Millionen gibt es von ihnen und viele haben das Gefühl, die mobile Gesellschaft, sie steckt im Stau und jeden Tag wird es schlimmer. Für die Reportage aus Pendeldeutschland sind Monika Antes und Heiner Hoffmann früh aufgestanden. Kurz vor 7 Uhr am S-Bahnhof Poing, direkt vor den Toren Münchens. Dichtes Gedränge, selbst jetzt in der Urlaubszeit. Die S-Bahn kommt heute Morgen zumindest fast pünktlich. Nicht selbstverständlich bei den Münchner Verkehrsbetrieben MVV. Also man sagt, die MVV, auf die ist immer Verlass, außer im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Also im Winter ist es besonders schlimm, ja. Du stehst da wie bestellt und nicht abgeholt, kommst nicht weg vom Fleck. Unzuverlässig einfach. Du stehst hier und hast keine Ahnung, kommt sie oder kommt sie nicht. Das ist das Problem, würde ich sagen, aber heute sehen sie ja. Frust am Bahnsteig. Er kann das allzu gut verstehen, Bürgermeister Albert Hinger. Seit Jahren kämpft er für einen besseren Anschluss seiner Gemeinde. Eine vernünftige ÖPNV-Anbindung, dass wir wegkommen vom Autoverkehr. Wir haben ja riesige Staus auf der Autobahn und auf die Zufahrtsstraßen. Ich fordere einfach eine adäquate Verbindung, die pünktlich kommt, die alle 10 Minuten fährt zu den Stoßzeiten. Reden tun viele davon. Ausbaupläne gibt es jedes Jahr, meistens vor den Wahlen. Und die Ergebnisse sind eigentlich enttäuschend. Die Gemeinde liegt 30 Kilometer vom Zentrum entfernt im Münchner Osten und ist wie viele im Speckgürtel in den vergangenen Jahren immens gewachsen. Von 6.000 auf 16.000 Einwohner. Doch was immer gleich blieb? Der öffentliche Nahverkehr. Eine Bahn kommt höchstens alle 20 Minuten, wenn überhaupt. Die meisten fahren einfach durch. Unterm Strich schaut es aus wie 1972 während der Olympiade. Und 1870 ist die Eisenbahn gebaut worden, glaube ich, mit einem Gleis. Es hat sich also in den über 100 Jahren nicht viel getan. Also sichtlich, jetzt kommt der Schnellzug, jetzt müssen wir zur Seite gehen. Viele Poinger pendeln deshalb mit dem Auto. So wie Andreas Astner. Sein Arbeitstag ist gerade zu Ende. Auf dem Weg nach Hause steht er wie immer im Stau. Der Verkehr ist, sag ich mal, um die Uhrzeit eigentlich immer stark. Ich würde mal sagen, so eine Verzögerung gegenüber dem Normalverkehr, so 20, 25 Minuten vielleicht. Eigentlich würde er sich diesen Stau gerne häufiger ersparen. Ich würde die S-Bahn, denke ich, deutlich häufiger benutzen, wenn die Frequenz höher wäre. Wenn man auf die Art und Weise eben, auch wenn mal eine S-Bahn ausfällt, nicht Angst haben muss, dass man jetzt 40 Minuten oder noch länger auf die nächste S-Bahn warten muss. Das, denke ich, wäre auf jeden Fall ein Weg. Überfüllte Bahnen, lange Intervalle, regelmäßige Ausfälle. Gleichzeitig Stau auf den Straßen. Der tägliche Wahnsinn in München. Sie versucht ihn zu bezwingen. Professor Elisabeth Merck, oberste Stadtplanerin Münchens. Manchmal ein Kampf gegen die Politik und vor allem knappe Kassen. Ich sehe den Bund ganz stark in der Pflicht. Also ich bin jetzt 10 Jahre hier im Amt und in der Zeit sind eigentlich die Zuweisungen von ÖPNV, von Bundesseite, kontinuierlich reduziert worden. Und das muss sich einfach ändern. Wir brauchen einfach auch wirklich mehr Gelder vom Bund, um den öffentlichen Nahverkehr in diesen Ballungszentren auszubauen. Die deutschen Großstädte wachsen und wachsen. Doch die Verkehrspolitik hinkt Jahrzehnte hinterher. Das hat vor allem mit autofixierter Politik zu tun, sagt Verkehrsexperte Heiner Monheim. Er war viele Jahre selbst in Verkehrsministerien tätig. Wir haben natürlich in allen Metropolen Riesenstauprobleme. Die sind hausgemacht, die haben wir schlicht und einfach, weil wir zu viel für Autoverkehr und zu wenig für die Alternativen getan haben. Das geht los. Ich habe schließlich auch mal auf der Bundesebene und Landesebene in Verkehrsministerien gearbeitet. Das geht schon los mit den da Verantwortlichen, die im Prinzip immer noch die Windschutzscheibenperspektive haben. Und auch die deutsche Autoindustrie redet gerne mit. In München sitzt BMW sogar ganz offiziell mit am Tisch der städtischen Verkehrsplaner. In der sogenannten Incel-Initiative entwirft der Automobilhersteller gemeinsam mit der Stadt München Verkehrskonzepte. Vom Parksystem über Carsharing, Fahrradspuren
bis hin zu neuen Straßen. Einen eigenen kommunalen Verkehrsplan hat die Stadt hingegen seit 10 Jahren nicht mehr aufgestellt. Der Verkehrsexperte Heiner Monheim kritisiert den starken Einfluss der Autolobby überall in Deutschland. Also die Lobby lässt gewissermaßen die Politik für sich marschieren und die Wunschliste des deutschen Straßenbaus ist endlos lang. Dalgo Döberitz, im Westen Berlins gleich hinter der Stadtgrenze. Eine der am schnellsten wachsenden Gemeinden im Berliner Umland. Seit Jahren kommen junge Familien aus der Stadt hierher, um ihren Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Die Bundesstraße 5 von Dalgo nach Berlin. Top ausgebaut, viel Geld wurde investiert. Er benutzt sie täglich. Toni Schure, Abteilungsleiter bei einer Berliner Firma. Jeden Morgen pendelt der Dalgoer mit dem Auto zur Arbeit. Ich für meinen Teil habe den Vorteil, eine gute Anbindung zur B5 zu haben, wo man dann morgens 3 Spuren stadteinwärts hat. Das ist für mich ein Hochgenuss, den ich gern nutze. Und auch stadtauswärts dann am Nachmittag 3 Spuren zu haben, das macht es schon ordentlich bequem. Ganz anders sieht es am Bahnhof von Dalgo aus. Die Pendler kämpfen um die beste Ausgangsposition an der Zugtür. Denn die Chance, nach Berlin zu kommen, gibt es nur 2-mal pro Stunde. Eine Wachstumsgemeinde mit Anschluss wie ein Kuhkaff, beschwert sich der Bürgermeister. Die Zugkapazitäten früh morgens reichen nicht mehr aus. Das heißt, konkret, wir sind an dem Punkt, dass die Ersten jetzt wieder von der Bahn weggehen, sich ins Auto setzen und dann eben über die Straße nach Berlin reinfahren. Und wie ist das mit Blick auf die Zukunft? Das ist gerade der Punkt. Es passiert eben nichts. Ausbaupläne für die Zukunft? Keine. Noch schlimmer sieht es hier aus, der Dalgoer Ortsteil Seeburg. Gebaut haben Berliner auch hier wie wild, schicke Eigenheime im Grünen. Hier fahren quasi alle mit dem Auto. Kein Wunder, die Busverbindung aus dem Neubaugebiet vor kurzem gestrichen. Nach Berlin geht es nur auf Umwegen. 1 mal pro Stunde fährt der Taxibus am anderen Ende des Ortes ab. Doch kurz hinter der Berliner Stadtgrenze macht er Halt. Dann müssen die Passagiere umsteigen ins städtische Bussystem. Metropolregion sieht anders aus. Es ist schon Frust, wenn man dann feststellen muss, es wird nicht an den Bürger gedacht, dass der Bürger sein Ziel erreicht. Dabei geht es anders, zumindest bei unseren Nachbarn. Wien, die Vorzeigestadt für öffentlichen Nahverkehr. Bus und Bahn nutzt man hier für 1 Euro pro Tag. Und vor den Toren der Stadt im Speckgürtel entsteht eines der größten Städtebauprojekte Europas, die Seestadt. Das oberste Ziel, die Bewohner sollen möglichst ohne Auto mobil sein. Noch bevor die ersten Häuser standen, war die U-Bahn fertig. Das war immer Plan hier, wenn man diese Stadtentwicklung hier macht, auch eine entsprechende hochrangige Verkehrsinfrastruktur für den öffentlichen Verkehr zu haben. Das heißt, die U-Bahn stand ganz am Beginn. Unterwegs mit dem Projektmanager ins Zentrum der neuen Stadt. Standesgemäß mit dem E-Roller. Denn Autos sollen möglichst draußen bleiben. Wir sind hier auf einem der autofreien Plätze in der Seestadt. Durch das Sammelgaragensystem ist es möglich, dass wir hier weite Teile des Wohnquartiers autofrei halten. Das gibt hier Möglichkeiten, dass die Leute auch hier die öffentlichen Plätze, Verweilmöglichkeiten und so weiter nutzen. Für den autofreien Verkehr soll auch ein E-Bike-Verleihsystem sorgen, inklusive Lastenräder. Am Abend treffen sich Bewohner im Fahrradcafé der Seestadt bei Kuchen und Glühwein. Ein lokaler Musiker spielt ein paar Lieder. Mit Mobilität ohne Auto können sich die meisten hier gut anfreunden. Finde ich super. Also es ist einfach viel angenehmer, auch mit den breiten Gehsteigen und so. Man fühlt sich irgendwie viel wohler, als wenn das alles nur für die Autos vorbereitet ist. Es sind rundherum Radwege. Also es wird einem richtig, man kann sich ein Rad ausborgen auch mit der Seestadtkarte. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja. Deshalb bin ich sehr froh, hier zu leben. Ja. Und in Deutschland? Das politische Ziel auch hier. Weniger Autos, mehr öffentlicher Nahverkehr. Doch die Realität? Das genaue Gegenteil. Der Anteil der Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs nimmt teils sogar ab. Die Staus hingegen werden jedes Jahr länger. Übrigens, in einer für Report Mainz durchgeführten Umfrage haben sich 42% für mehr
öffentlichen Personennahverkehr ausgesprochen und sogar 70% würden häufiger auf das Auto verzichten, wenn die ÖPNV-Angebote verlässlicher, bequemer und preiswerter wären. Da wäre also noch Luft nach oben.